Ich habe gelesen, Nobelpreiskomitee bekommt dieses Jahr die Preisträger nicht ans Telefon. Und ich habe jetzt rausgefunden, woran das liegt. Die haben nämlich seit 2012 die Preisgelder gekürzt. Und zwar auf 900.800 Euro. Ja, dass du für diesen Preis keine Professoren und Doktoren mehr ans Telefon bekommst, ist ja klar, oder? Ja, eigentlich schon. Das ist zu wenig. Also einmal ist es zu wenig und dann ist ja das Telefon sowieso ein veraltetes Medium. Also man müsste ja umsteigen. Ich weiß immer noch keine richtige Begrüßungs... Hier die Musik. Weil der Herr Manfred Spitzer, der Doktor, ja. wenn er beginnt, sagt er immer, es geht um Ihr Gehirn. Das ist ja ein Psychiater. Pro Mensch hat man ja nur ein Gehirn. Wir als Soziologen beschäftigen uns ja mit vielen Menschen. Und deshalb dachte ich vielleicht, dass wir sagen, herzlich willkommen, es geht um Ihre Gehirne. Aber es ist wieder zu neurozentristisch. Ich würde sogar sagen, es geht nicht um Ihr Gehirn. Also, um einfach klarzustellen, dass wir uns überhaupt nicht um Gehirne scheren und dass wir auch nicht glauben, dass ein Gehirn irgendetwas auskommt. Ja. Wenn es sich nicht erst durch die Kopplung und die Kommunikation, den Austausch mit anderen Menschen, die natürlich auch nicht nur aus Gehirnen bestehen, weil der Austausch zwischen uns Menschen passiert ja hauptsächlich über Körper, über Materie, über materielle Dinge und nicht über irgendwie sowas Geistiges. Ja, und das System, der Systemdruck, womit wir uns ja heute beschäftigen in der Theorie, das ist ja eine ausgesprochen hirnlose Theorie, wenn man so will. Weil Gehirne kommen in der Theorie gar nicht vor. Es gibt nur den Druck von außen. Ja, und in der Soziologie kommen in der Regel auch keine Gehirne vor. Denn was in einem Gehirn so vor sich geht, davon wissen wir ja auch nichts. Und in gewisser Weise... Wollen wir nicht und brauchen wir nicht. Unterschied. Ja, wollen wir nicht, brauchen wir nicht. Aber wir könnten jetzt vielleicht darauf aufmerksam machen, dass es verdammt früh ist. Und, ja, es ist Sonntag früh, muss man sagen. Wir haben hier ein bisschen Kaffee, aber ja, ohne Gehirn ist man auch müde, habe ich festgestellt. Also früher war ich munterer. Also, ja gut. Aber kommen wir mal zum heutigen Film, zum heutigen Thema. Ja. Vielleicht schicken wir noch voraus, heute nur Soziologen in der Runde. Mhm. Also wird es auch soziologisch. Heute behandeln wir nämlich eine Theorie, die man für alle Filme benutzen kann. Also die Hörer können dann wirklich anhand dieser Theorie, das, was wir heute vorführen, können sie dann im Kino, die können dann Gesprächszirkel im Kino einrichten. Ja, vielleicht nicht während der Film läuft. Ja, das läuft, geht auch schon, während der Film läuft. Habe ich probiert. Ich habe es noch nicht geschafft bis zum Ende. dann musste ich raus. Ja, genau. Das ist das Problem. Dann verpasst man leider den größten. Und die Theorie, die wir heute kennenlernen, die ist gut, denn was ist eine gute Theorie? Eine gute Theorie ist eine, die sich am Film bewährt. Ja, ja, das stimmt. Das ist grundsätzlich die Definition von guten Theorien. Das ist eine neue Definition, die du jetzt aufgestellt hast. Du hast damit auch die Wissenschaftstheorie des 21. Jahrhunderts eingeläutet. Ich möchte das jetzt wirklich unterstreichen. Eine gute Theorie ist eine Theorie, die sich am Film bewährt. Das finde ich großartig. Ich denke nämlich, dass in der Neuzeit, also nicht Neuzeit, sondern modern, also im 20. Jahrhundert oder sagen wir in der Spätmoderne, Filme also zu der Hauptquelle mythologischer Orientierung geworden ist. Also das, was früher die Mythologie war oder die Religion, sind jetzt Filme. Also wir orientieren uns im Grunde daran. Wir versuchen unser Leben danach auszurichten. Das ist die Folie, an der wir uns orientieren, an der wir versuchen, uns auch so Halt zu finden. Das, was früher, also in der Antike, die Mythologie war oder Sagen, und dann im Mittelalter dann die Vorhersagen, also die Religion und die Bibel sind inzwischen in der Gegenwart, würde ich sagen, Filme geworden. Ich meine, vielleicht war es im 19. Jahrhundert, waren es dann vielleicht noch Bücher, im 20. Jahrhundert auch noch. Auf jeden Fall, also Filme sollte man definitiv nicht unterschätzen. Also das ist ein Stück weit ein Anachronismus, wenn sich heute immer noch sehr viele Leute mit Büchern beschäftigen. Bücher bewirken gar nicht mehr so viel. Sie haben gar nicht mehr eine so starke, wie soll ich sagen, Wirkung. Sie entfalten keine
so starke Wirkung, wirklichkeitskonstituierende Wirkung und orientierende Wirkung in der Gesellschaft mehr. Naja, aber Sarrazin mit seinem Ja gut, Buch ja, aber da kannst du ja mal sehen, was man. kommt bald der Film. Ich hoffe, dass das nicht verfilmt wird. Doch, Deutschland schafft sich ab mit Oliver Pocher in der Hauptrolle. Aber Natürlich, nein. sagen wir so, du hast doch recht, weil der Film ist dann immer noch die Adelung des Buches. Die Bücher, die wirklich Wirkung haben, werden verfilmt. Das hast du ja mit Herr der Ringe, Ja, das ja. hast du, oder mit Feuchtgebiete von Charlotte Roché. Und Bücher, die nicht verfilmt werden, haben keine Wirkung, können wir sagen. Die haben, nee, also die sind, ja, die kann man eigentlich Ja, abschreiben. deshalb arbeiten die auch an der Verfilmung des Lexikons. Ja, zum Beispiel. Das müssen sie machen. Ja, Also ich müssen. meine, wenn so ein Lexikon noch irgendwie von Bedeutung sein soll, dann müssen die daran arbeiten. Und der Soziologe Robert Merton, ein ganz berühmter Soziologe des 20. Jahrhunderts, hat ja die These aufgestellt, dass wir Soziologen uns nicht mehr mit den großen Theorien auseinandersetzen sollen, mit den großen Welttheorien, die alles erklären, sondern er sagte, wir sollen uns bei den Theorien an der mittleren Reichweite ausrichten, weil man die dann auch empirisch überprüfen kann. Und darum dachte ich mir, ja, Filme sind ja komprimierte mittlere Reichweite. Die sind ja empirisch überprüfbar und sie umfassen manchmal ein ganzes Leben in 2 Stunden. Also, wenn der kein Filmsoziologe ist oder wenn der für die Filmsoziologie nicht nutzbar gemacht wird, dann weiß ich auch nicht. Und jetzt dachte ich, machen wir das wie folgt. Wir klären ganz schnell die Theorie von Merton, ganz, ganz einfach, stellen wir die dar und gehen dann direkt zum Film, den wir heute besprechen wollen. Ja. Bei Merton gibt es ja auch keine Gehirne, sondern alles ist Druck von außen, ja, Systemdruck sozusagen. Und wir Menschen bewegen uns immer zwischen Mitteln und Zielen. Die Gesellschaft gibt Ziele vor Okay. und gibt Normen vor, welche Mittel wir für zu erreichen dieser Ziele einsetzen dürfen. So. Und da gibt es nun 5 Typen, 5 unterschiedliche Typen, die unterschiedliche Strategien haben, diese Mittel und Ziele miteinander in Einklang zu bringen. Da gibt es den häufigsten Typen, das ist der Konformist. Bei dem ist es so, dass er die Ziele, die die Gesellschaft uns setzt, zum Beispiel, dass wir erfolgreich sein müssen beruflich, dass wir, was gibt es noch für Ziele? Ich scheine kein Konformist zu sein. Ja, ich glaube, allgemein ist ein Ziel soziale Anerkennung, die kann ja auf unterschiedlichen Wege erreicht Den werden. Doktortitel machen. Ja, das kann Ja, genau zum Beispiel genau. hohe Bildungsabschlüsse Ja, führen zu alles sozialer genau. Anerkennung, Sowas. Moral, ja, Und Geld, Macht, Status, ja. Status, Die gibt die ja. Gesellschaft vor und er will die auch erreichen. Und jetzt sagt die Gesellschaft, es gibt legitime Mittel, zum Beispiel Fleiß, Bildungsabschluss und er hält sich auch klar an diese legitimen Mittel. Und das führt dazu, dass es in so einer Gesellschaft, wo der Typ überwiegt, auch wenig Kriminalität gibt. Ja, es gibt wenig abweichendes Verhalten, Ja, genau. stimmt. Also Ja. Kriminalität wird ja von Merton gar nicht so benutzt, sondern es geht ja ums abweichende Verhalten. Denn das ist nochmal ein eigenes Thema. Da haben wir schon, wo wir die Körperfresser besprochen haben, sind wir darauf eingegangen, dass Kriminalität ja eine Zuschreibung ist. Ja, Ja, genau, also ja. im Dritten Reich waren andere Leute kriminell als heute. Ja. Ja. So, das ist der erste Typ, der Konformist. Mittel und Ziele sind akzeptiert. Jetzt gibt es aber einen zweiten Typen, der die Ziele genauso akzeptiert, aber bei den Mitteln Abstriche macht. Und das ist der Innovative. Und das ist der Kriminelle sozusagen. Genau, wobei man jetzt in der Wortwahl im Grunde von Merton ja auch schon sieht, genau, dass er das wirklich ja relativ also so wertneutral wie möglich versucht darzustellen. Also er sagt eben nicht, das ist kriminell, sondern er sagt, das ist innovativ. Also es ist fast schon positiv. Der Innovative bejaht die Ziele, will auch reich, berühmt werden, aber will das nicht unbedingt mit den herkömmlichen Mitteln, sondern braucht neue innovative Mittel, ja, die vielleicht von der Gesellschaft gar nicht anerkannt sind. Gesellschaften mit vielen solchen innovativen Leuten haben eine erhöhte Kriminalität. Und die kommen vor allem bei Mertens Untersuchung, der hat nun die USA untersucht, vor allem in der Unterschicht vor. Ja, wobei ich meine, genau, also das ist es auch. Es gibt durchaus auch dieser Typ,
der Innovative, ne? Das muss nicht unbedingt immer kriminell sein. Es können einfach auch wirklich ungewöhnliche Wege sein, Abweichendes ein Verhalten Ziel zu einfach erreichen. nur, Ja, ja. genau. Also es ist nicht das Verhalten, das man erwartet, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und häufig hast du natürlich recht, geht das einher mit kriminellen, nicht gebilligten, gesetzwidrigen Verhalten. Aber Aber gedacht ist natürlich auch sowas wie reine Normbrüche. So, das waren die ersten beiden Typen. Der in der normalen Gesellschaft am zweithäufigsten vorkommende Typ, laut Merton, ist der Ritualist. Der hat die Ziele zunächst zwar anerkannt, aber für den sind sie nicht erreichbar. Und deshalb hat er sie abgeschrieben. ja. Er weiß, er kann sich anstrengen, er kommt aber nicht hoch. Aber die Mittel, die die Gesellschaft zum Erreichen dieser Ziele vorgibt, die behält er bei. Ja. Also das ist sozusagen der Erbsenzähler, Ja. der nur noch die Erbsen zählt, weil er Erbsen zählen will, aber gar nicht mehr weiß, wieso er das Ja, genau, macht. ja. Ja. Der hält einfach krampfhaft an die Mittel fest. Ja, genau, ja. An Traditionen fest. So wie man Ja. es schon immer gemacht hat, so macht er das dann auch. Keine Keine Experimente. Experimente. Das Gegenteil, das ist doch im Grunde der Gegentyp zum innovativen Typ, oder? Ja. Würdest du sagen? Ja. Und also Merton sagt auch, dass der Ritualist den Innovativen hasst. Ja, klar. Und da kommen wir später noch drauf. Ja, okay. Und bei einer Gesellschaft voller Ritualisten gibt es sehr wenig Kriminalität, da die alle sehr schön angepasst sind. Und die kommen vor allem aus der unteren aus der unteren und der Mittelschicht. Nein, anders, aus der unteren und aus der mittleren Mittelschicht. Also Merton sagt, die haben vom Elternhaus viel Erziehung sozusagen mitgekriegt, was bei der Unterschicht nicht ganz so ist. Darum kommen halt die Ritualisten vor allem daraus. Ja, okay. Die Ja. wissen halt, wie es gemacht wird, sozusagen. Ja. Wie es gemacht Ja. werden sollte. Soll, Ja, soll, ja. ja, genau. Und daran halten die sich dann auch, ja. Verstehen. Im Übrigen, René, da fällt mir gerade ein, erinnere mich nachher an eine Studie, die Mertens Theorie, also empirisch, vordergründig zu widerlegen scheint. Ist ganz spannend. Also, Okay. ja. Dann Ja. ich notiere mir, Diego widerlegt. Nein, nicht ich. Also es gibt eine Studie, die Mertens Theorie zumindest so auf den ersten Blick zu widerlegen scheint. Und dann kann man aber darüber reden. Die kommen nämlich zu dem Schluss, also wirklich empirisch, Ja. statistisch messbar und nachweisbar, dass die meisten Vergehen von der oberen Mittelschicht und Oberschicht begangen werden. Also beispielsweise über Rot fahren. Also es geht wirklich um jetzt keine, Alltagsdelikte. ja genau, Alltagsdelikte, ja. Aber ich meine auch so Sachen wie Steuerhinterziehung und so weiter und so Da kommen fort. wir auch drauf, vielleicht sogar noch stärker in der nächsten Folge, wo wir uns auch nochmal damit beschäftigen wollen, anhand eines anderen Films. Da sagt ja Merton, dass viele Leute deshalb nicht innovativ sind, weil ihnen die Mittel, innovativ zu handeln, gar nicht zur Verfügung stehen. Also viele können nicht kriminell werden, weil sie gar nicht, also das Wissen zum Beispiel haben oder so. Ja. Deshalb hätte ich ja es lieber gehabt, wenn du diese widerlegende These oder Studie wollte ich dir ja genügend Zeit geben, nachdem ich das Mikro ausgeschaltet habe, die darzulegen, aber jetzt ist zu spät. Jetzt hast du sie schon reingepflanzt in unsere Hörer. Und jetzt ist alles, was wir jetzt sagen, für die Katz. Ja. Ja, jedenfalls gibt es noch den Rückzügler. Der lehnt die Ziele ab und die Mittel, mit denen die Ziele normal erreicht werden. Ja, das sind nur vereinzelte Leute, die kommen nicht viel vor. Das sind zum Beispiel Philosophen, die in der Tonne wohnen. Sokrates, Diogenes waren das. Ja. Es sind aber auch asoziale Bettler, ja, Aussteiger. Ja. Und da ist die Kriminalität, ja, geht so. Ja. Und es gibt noch den Rebellen. Der modifiziert die Ziele, der akzeptiert die nicht, sondern ändert sie ab, die gesellschaftlichen Ziele. Und die Normen ändert er auch ab. Und das im Bereich der Kriminalität gibt es da wenig Kriminalität, denn dann ist Revolution. Ja, und das sind Radikale.
Genau, das sind Radikale, die lehnen das komplette Paket sozusagen ab. Genau. Also das ganze Ding Ja. wollen die nicht, wollen die anders haben, ja. Die werden später dann Konformisten, weil wenn sie ihre Ziele erreicht haben, ja, dann können sie nicht schon wieder eine Revolution machen. Wobei der Sozialismus hat ja immer permanente Revolution propagiert. Ja, genau aus dem Grund. Das ist Ja. jetzt ein sehr, sehr guter Beitrag von dir, also so wie die meisten deiner Beiträge. Danke. Mit Myrten kann man, so wie du das jetzt getan hast, im Grunde genau diese zunächst einmal ja etwas eigenartige These des Sozialismus erklären. Es muss sozusagen eine ständige Revolution stattfinden, damit sich nicht wieder eine neue Ordnung etabliert, die wiederum einhergehen würde mit einer Hierarchie und so weiter und so fort innerhalb der Gesellschaft. Wenn wir uns jetzt sozusagen den real existierenden Sozialismus anschauen, den historisch real gewesenen, der deutet ja genau auf das hin, was du vorhin gesagt hast. Das ist nämlich diejenigen, die das gesamte Paket ablehnen und sowohl die Ziele als auch die Mittel verändern möchten. Also alles ablehnen im Grunde, die Art und Weise, wie eine Gesellschaft funktioniert. Und sie mit einem neuartigen Gesellschaftsentwurf austauschen möchten und das dann auch wirklich schaffen, dass die dann, so wie du gesagt hast, zu Konformisten werden. Insofern hat Mertens Theorie, obwohl sie jetzt eine mittlere Reichweite sein möchte, durchaus ja auch auf der Makroebene oder auch auf einer höher gelegenen Ebene teilweise, liegt sie ja richtig. Das waren die Typen und wer die schnell, während wir hier weiterreden, nachschlagen will, cinematologie.de auf dem ja, Text zu der heutigen Folge, da stelle ich so eine Abbildung rein. Da kann man das, was wir dann besprechen, leichter nachvollziehen. Ja, cool. Wir hatten uns bei einer Folge, die wir mal gemacht haben, über Max Weber, darüber unterhalten, warum wohl der Hass auf Asoziale stärker ist als der auf Kriminelle. Ja, Und die Theorie bietet auch eine Antwort, Ja. denn das sagt sogar Merton, glaube ich, explizit. Kriminelle weichen ja nur zu 50% ab. Nämlich die Ziele haben sie verinnerlicht, aber die Mittel lehnen sie Ja, ab. genau. Das sind 50% gesellschaftliche Abweichen. Aber die Rückzügler, Ja. die ja asoziale Bettler und so weiter sind, Ja. die weichen zu 100% ab. Und das erträgt die Volksseele nicht so. Ja, das ist auch eine gute Erklärung für Ja. die stärkere Abneigung der, sagen wir, Angepassten gegenüber Asozialen im Vergleich zu den Kriminellen. Wir hatten das damals, Ja. glaube ich, im Zusammenhang mit Webers protestantischer Ethik, Ja, hatte genau. das eine Ja. etwas andere Nuance, aber es ging schon auch in eine ähnliche Richtung. Ja. Da ging es ja mehr um Fleiß, also naja, Um wie auch Neid und immer. so. Aber Ja, das ist ja ja. auch schon lange her. Ja, ist Also schon die lange. Folge und Weber auch. Die Folge, ja. Na Ja. gut, wenn man möchte, kann man sich die Folge auch Ja, nochmal ich verlinke die anhören. auch gleich mal. Ah ja, das ist gut. Mann, oh Mann, jetzt haben wir die Hälfte der Zeit Ja gut, die schon. Theorie ist wichtig. Das ist ja die Grundlage Ja, für den Film und für den für den nächsten nächsten auch. Jahr auch noch, ja, genau. Also eine Sache hast du jetzt vielleicht aber, naja, also die klang mit, aber du hast sie jetzt, hast du zumindest nicht so explizit in den Vordergrund gestellt. Ist es nicht so, dass Merton auch davon ausgeht, dass der innovative Typ in der Regel, also nicht immer, aber häufig meistens innovativ wird, weil ihm die Ja. Mittel, die legitimen Mittel nicht zur Verfügung stehen. Also weil die Mittel, Ach so, ja, das ist total weil die wichtig Mittel, fürs genau, also Aus, weil ja. die Mittel sozusagen nicht gleich verteilt sind. Es gibt heutzutage, würde man sagen, es gibt eben keine Chancengleichheit. Das ist ja auch ein ganz wichtiges Anliegen von Merton, das klarzumachen, dass der amerikanische Traum, du kannst es schaffen, Ja, wenn du nur ja, willst, ja. ganz starke Ziele vorgibt Ja. und die Mittel verwehrt vielen. Und dass dieses Vorgeben dieser und dieses permanente Drücken auf diese Ziele, in Filmen zum Beispiel, also in Filmen, wo Wo sonst, haben wir vorhin ja ja, festgestellt, ja, Filme sind ja eben die eben, dass das Mythologie die der Gegenwart. Kriminalitätsrate Ja. steigert. Genau, Ja, also das, ja, das ist also ein ganz starker Punkt von Merton, also dass diese ja, danke, das ist wichtig, ja. Diskrepanz zwischen den Zielen und den verfügbaren Mitteln. Also die Ziele sind für alle gleich
Und sind auch sehr dominant, sind sehr wichtig und vor allem werden immer Und in wichtiger. Amerika Genau, in überbetont, in den Amerika, ja, USA. genau. Also sie werden, wobei inzwischen ja hier auch, das hat etwas mit der Individualisierung zu tun. Also die Erreichung, die Zielerreichung wird auch immer wichtiger für jeden Einzelnen. Und gleichzeitig gibt es halt eben eine Diskrepanz im Hinblick darauf, inwieweit die Verfügbarkeit der legitimen Mittel, um diese Ziele zu erreichen, ja, gleich verteilt ist in der Gesellschaft. Diese Ja. Diskrepanz ist für Merton ganz wichtig. Und du hast natürlich völlig recht. Damals, als Merton die Theorie formuliert hat, ich glaube in den 60ern, bin mir aber nicht sicher, oder war das schon 70er? Ich glaube 60er. Ich glaube, 60er, warte mal. War, sagen wir mal, diese Diskrepanz in den USA noch mal größer als in Europa, da in den USA die Individualisierungstendenzen sich auch viel früher und viel stärker abgezeichnet haben als in Europa. Allein auch schon wirklich aus kulturellen Gründen. Also, ja, also die nordamerikanische Gesellschaft, die US-amerikanische Gesellschaft ist in gewisser Weise ja individualistisch ja, auf die Welt gekommen. Also das ist ein Wesenszug dieser Gesellschaft Ja, der einsame ja, Cowboy, den sie, obwohl das ist natürlich auch nur ein ja, Mythos, die natürlich, das ist sind auch ja ein Mythos, zu ja. in diese Tracks, die sind nie mit der Kutsche allein da durch den Wilden Westen, sondern es war wohl so, dass die vom einen Horizont bis zum anderen eine ganz lange Schlange von Pferdewagen hatten. Ja, klar. Aber im Prinzip mussten Ja. die sich trotzdem alleine Die mussten, durchkämpfen, weil wer ja. da tot umfiel oder krank, der wurde halt liegen gelassen. Ja. Nee, das ist jetzt nicht nur gesagt, also das soll wirklich so gewesen sein, das ist nicht Nee, übertrieben, nee, sondern das von glaube ich einem dir auch, Horizont zum ja. anderen. Naja, na ja, und ich meine, dieser, also sagen wir mal, grundsätzlich diese eher so liberalistische Weltsicht, also dass es auf jeden Einzelnen ankommt, dass es auf den Einzelnen ankommt, ob er halt Ja, eben warum? es er Weil schafft oder nicht. du dem Staat dort gar nicht trauen Ja, genau, konntest. ja, es gab den Also im Staat, Wilden ja, Westen genau. an der Grenze, an der Grenze zu den Indianern, ja, weit weg von der Kavallerie, die kommt ja auch immer erst zum Schluss, das wissen wir auch durch Filme, Ja. und am Schluss kann es schon zu spät Ja. sein, da musste man selbst halt zum Colt Ja, greifen. genau. Ja. Ne? Das ist. Ich glaube, deshalb gibt es auch Geschworenen, Ach so, ja. Gerichte, wo Ja, der Richter hm. sich raushalten muss, selbst wenn der Richter Ja. weiß, dass hier was schief läuft. Er hat nicht die Wahrheitsfindungspflicht, sondern er soll nur die Regeln Ja, einhalten, genau. während bei uns der Richter die selbst ermitteln soll. Ja, genau, Ja? ja. Und das hängt halt natürlich mit dem Misstrauen zusammen, was man dort dem Staat gegenüber vielleicht hatte Ja. und mit der Korruption, wo bei uns die Staatshörigkeit höher war. Ja. Deshalb, es gibt auch diesen Streit, ob das überhaupt gerecht ist, dass da 12 Leute über jemanden urteilen. Ja, klar, Ja, ja. und die haben von nichts eine Ja. Ahnung, sind vielleicht nur ausgewählt. Ja. Aber in einer Gesellschaft, wo wirklich jeder korrupt ist, würde ich lieber vor so ein Gericht treten, Ja, klar. als wo ich weiß, da ist nur ein Richter und der ist bestochen. Ja, klar. Ja, das hat halt da seine Wurzeln. Deshalb muss man das wahrscheinlich dann auch anerkennen, dass das für bestimmte Gesellschaftstypen einfach die bessere Ja, Alternative ist. absolut. Auf jeden Fall können wir Ja. festhalten, dass zu der Zeit, in der Merton diese Theorie formuliert hat, in den USA die Diskrepanz vermutlich noch größer war als in Europa aufgrund der Tatsache, dass dort diese Individualisierungstendenzen viel stärker vorhanden waren und viel früher eingesetzt haben als in Europa. Aber inzwischen denke ich, dass es hier nicht sehr anders ist. Also Und an dieser Stelle machen wir einen ja. Schnitt und kommen zum Film. Okay. Der Film Exame, tödliche Prüfung, 2009 gedreht, Ja. unbekannte Schauspieler, unbekannter Regisseur, unbekannter Produzent, unbekannter Film. Du hast es sehr gut auf den Punkt gebracht, ja. Genau, genau darum geht's, ja. Es ist ein Kammerspiel, Ja. hat wahrscheinlich irgendwie 50 € gekostet, aber ich mag ja Kammerspiele. Insofern haben die immer schon Stein im Brett, ein Wittgenstein, Okay. weil wir sind ja soziophilosophischer Ja. Podcast, also ein Wittgenstein im Ja, Brett. okay. Und ja, ich fand ihn sehr gut. Bevor wir jetzt spoilern, wenn wir dann mal kurz rekapitulieren Ja, wollen, also ich fand ich ihn, fand ihn einfach grandios, ich muss ich fand sagen. ihn gut. Ja, also Gut. ich fand ihn nur Na gut. gut. Nur Aber gut. ich meine, sehr gut im Hinblick auf die Besprechung dieser Theorie, Ja. die sich dann, wie du ja am Anfang gesagt hast, auf jeden Fall eignet auch für andere Filme. Ja. Aber zur Theorie wollen wir jetzt mal gar nicht Ja, so. Wir ja. müssen ja zu Potte Ja. kommen.
Also in diesem Film sitzen 8 Kandidaten in einem abgeschlossenen Raum Ja. und wollen einen Job und sitzen da in einem Auswahlverfahren Ja. eines Bio-Konzerns. Ja. Biok. Biok-Konzern. Der Biok-Konzern ist das. Ist das der Bayer-Konzern, meinst du? Nein, der Bayer. Biok. Achso. Der Bayer. Ja, das wäre eine Entlarvung gewesen. Ja, der Bayer-Konzern. Vielleicht, aber vielleicht ist er das. Vielleicht habe ich das falsch verstanden. Alle? Ja, nee, wir sollten jetzt schon Biok. Wie heißt das im Film? Biok oder Biok? Biok. Wir sollten bei Biok bleiben, weil ansonsten kriegst okay. du nachher Ärger. Und dann wird der Podcast. Dann werden wir meine Medikamente entzogen. Mein Ritalin, was ich. Ja, nee, brauche, also wir werden hier, dann machen wir. Können wir dann hautnah erleben, wie das dann ist, ohne Geschworene. Prozessiert. ja, ich meine, der Bayer-Konzern okay, ja. ist natürlich. Und vom Bayer-Konzern möchte ich nicht verklagt nee, werden, denn nee. Den seine sind total auf Drogen, ja. den seine Anwälte auf solche Gehirndesign-Drogen. Vermutlich, ja. Ja, gut, also das ist so ein Bayer-Konzern. Ja, genau, ja. Da bewerben die sich. Pharma-Konzern. Ne? Ja. Und die sitzen halt da drin, sollen eine Frage beantworten, die sie aber nicht kennen. Sitzen vor einem leeren Stück Papier, dürfen das Personal nicht ansprechen und den Raum nicht verlassen, sonst fallen sie raus. Und jetzt entwickelt sich das Kammerspiel halt so, dass sie sich langsam vortasten, aber da kommen wir gleich dazu. Wer den Film bis jetzt noch nicht geguckt hat, jetzt fangen wir an mit Spoilern. Jetzt kommt gleich der Spoilergang. Und ab dann fangen wir an. Und wir gehen jetzt mal aus davon, dass die Hörer den Film gesehen haben. Sonst müssten wir jede Szene neu beschreiben. Wir reißen die nur so an, dass die sich wieder erinnern, okay? Mhm. Also ich habe mir gedacht, ich stelle einfach mal die einzelnen Mitspieler vor und ordne die diesen 5 Typen zu, ja? Damit die Leute Übung kriegen in der Theorie, der Anomie-Theorie. Man muss ja sagen, das ist ja die Anomie-Theorie von Mörden. Stimmt, das haben wir noch gar nicht gesagt, ja klar. Ja, und ich meine, diese ja, also der Anomie, ja, also der theoretische Kontext fehlt natürlich auch komplett, ne? Also dass die ja. natürlich von Dürkheim formuliert worden ist erstmals. Da kommen wir jetzt nicht das zu. Gut. Aber es ist halt eine Theorie, die den Anomie-Begriff heraushebt und das bedeutet Unordnung, Gesetzlosigkeit. Ja, genau. Ganz kurz kann man sagen, die Anomie-Theorie beschreibt halt, wie sich Leute angesichts von Anomie in der Wahl ihrer Ziele und Mittel anpassen. So. Wir haben ja hier eine gewisse Anomie, eine gewisse Gesetzlosigkeit, denn auf der einen Ebene gibt es die, wo jeder Mensch verhaftet ist, das gesellschaftliche Umfeld, die gesellschaftlichen Normen, in dem Fall die aus England, ja. Auf der anderen Ebene, auf der Subsystemebene, zieht ja hier der Konzern innerhalb des Klassenraums eigene Regeln, die ganz unerbitterlich sind. Also diese 3 Regeln, Papier nicht verletzen, Personal nicht ansprechen, Raum nicht verlassen. Ja. Also wer die nicht beachtet, fliegt ja raus. Ja, genau. Ja. So. Und da ist man ja schon irgendwie unter Druck. Ja, ja, absolut. Auf jeden Fall. Ja. Klar. Und man hat 90 Minuten Zeit. Das ist ja auch eine Regel, wenn man so will. Also man steht ja auch unter Zeitdruck. Das auch, genau. Jetzt will ich noch mal denen, die den Film gesehen haben, nochmal die Mitspieler erinnern. Da haben wir einmal, ich nenne die jetzt mal beim Spitznamen, aber nicht bei den Spitznamen, den die sich sonst geben, sondern bei Spitznamen, die fürs Ohr eingängiger sind. Also da haben wir das Alpha-Männchen, das ist so ein großschnäuziger Unsympath. Dann haben wir einen Spieler, das ist ein Inder. Ja. Dann haben wir eine Streberin, das ist die mit der Brille und der strengen Frisur. Die Psychologin, ne? Ja, die Kluge, die mit dem Gehirn. Ja. Und dann haben wir ein Black, das ist ein schwarzer Christ. Dann haben wir Blondie, die hat blonde Haare und ist sehr zurückhaltend. Dann haben wir eine Brünette, eine Asiatin und einen Franzosen. Jetzt merkt man schon gleich am Anfang, anhand der Gestiken und Körpersprachen, dass das Alpha-Männchen und der Spieler, dass die beide sehr schnell einsehen, dass mit herkömmlichen Mitteln hier nichts zu machen ist. Das sieht man an der Gestik. Einer macht pff, und der andere macht ha. Und da dachte ich mir, dann müssten das ja die beiden Innovativen sein, wenn man sie zuordnen würde. Weil ja,
die am ehesten die Mittel neu verhandeln. Ja, klar, die gehen gleich auf Distanz zu dieser Situation. Und tatsächlich sind sie es ja, auch. Das stimmt. Wenn man sich, wenn kommen wir dazu, sind es die beiden, die einzigen beiden, die wirklich klar die Innovativen sind. Ja. Und das wird in dem Film sehr schön dargestellt. Und da wollte ich nochmal auf eine Sache kommen. Du hast mal gesagt, manche Filme haben soziologische Berater, zum Beispiel der Körperfresser-Film. Ja. Da hast du ja sehr schön dargelegt, wie der Körperfresser-Regisseur soziologisch von einem Sozialkonstruktivisten beraten wurde. Ja, genau. Wie er das einarbeitet, einflechtet in den Film. Ja, genau. Und hier wurde er von einem, dieser Regisseur wurde von einem Mörtianer beraten. Ja. Denn der flechtet das auch total ein in den Film. Ja. Ich würde sogar sagen, dass dieser Film eigentlich ein Mörtenfilm ist. Ja. Weil, dass man gleich in einer der ersten Szenen, ja, anhand des Gesichtsausdrucks eine Theorie klar machen kann, das ist doch grandios. Ja, ja, das ist sehr gut, du hast recht. Das ist mir auch offen gestanden nicht aufgefallen und du hast völlig recht. Sie gehen sofort oder zumindest schon sehr, sehr früh auf Distanz und nehmen sozusagen dieses Setting nicht an. Also sie signalisieren durch ihre Mimik und Gestik schon sehr früh, dass sie sozusagen diesen Rahmen nicht ernst nehmen. Sie gehen auf Distanz. Ja. Und wer überhaupt nicht auf Distanz geht, ist die Asiatin. Die fängt nämlich an, einen Aufsatz zu schreiben. Genau. Also die kapiert überhaupt nicht, dass die in einem völlig anderen Setting ist. Die hält an ihren Regeln fest und die würde ich ganz klar dem Ritualisten zuschreiben. Ja. Denn die fängt ja an, Bewerbungsaufsätze da, also einen Bewerbungsaufsatz zu schreiben, was überhaupt nicht verlangt ist. Aber es wird ja normal so gemacht. Und ein chinesisches Sprichwort sagt ja, der Weg ist das Ziel, was ja völlig ritualistisch gedacht ist. Ja. Dann kommt der Wachmann, schleppt sie weg und dann schreit sie noch. Also sie hat gerade mal 2, 3 Wörter geschrieben. Ja, ja. Und als sie noch weggeschleppt wird, schreit sie, aber ich bin doch noch nicht fertig. Ja, ja. Also sie kapiert nicht mal, dass sie durchgefallen ist. So, ich muss meinen Aufsatz doch noch zu Ende schreiben. Ja. Und das ist auch ganz klar der Ritualist. Absolut, das stimmt. Wobei in der englischen Version sagt sie, es ist nicht fair. Ich hab's in Deutsch. Ja, ja. Also im englischen Original, glaube ich, sagt sie, it's not fair. Also es ist nicht fair, es ist nicht... Hm. Aber trotzdem... es ist ja, sagen wir mal, was die Deutung... Also doch lieber im Original gucken. Ja, wobei, was die Deutung betrifft, jetzt würde das ja nicht viel ändern. Also sie sieht eben nicht ein, sie sieht nicht ein, dass es ist eben nicht fair, dass sie, obwohl sie alles richtig macht, obwohl sie sozusagen in dieser Prüfungssituation das macht, was üblicherweise in so einer Situation ja auch erwartet wird, nämlich, dass man einen Aufsatz schreibt, dass das dazu führt, dass sie rausgeschmissen wird. Das sieht sie nicht ein. Also insofern, ich denke, von der Deutung her nimmt es sich nicht viel. Wer als Erster reagiert, ist das Alpha-Männchen. Und der springt ja auf und stellt dann fest, es ist unwichtig, was uns gesagt wurde, sondern wichtig ist, was uns nicht gesagt wurde. Er checkt also, und das macht er auch den ganzen Film über, die Mittel, die er benutzen kann, immer wieder neu aus. Und da ist aber ein Punkt, den muss ich, da brauche ich dich als Fachmann, denn die gesellschaftlichen Mittel, da sagen die beiden Innovativen ja schnell Ade. Ja. Aber es gibt ja auch Mittel auf dieser Subsystemebene, nämlich in diesem Raum. Ja, genau. Ja. Und diese Mittel, auf diese Mittel stürzen sich und diese hält er ja zum Beispiel ganz stark ein, indem er zum Beispiel irgendwann sagt, als er trickst ja auch viele aus, und dann sagt er, tja, habe ich euch halt belogen, aber Lügen ist ja nicht gegen die Regeln. Ja, ja. Also er ist ganz stark regelfixiert, aber auf Regeln des Subsystems. Ja, ja. Und das konnte ich noch mit meiner, zugeben, noch amateurhaften Mörtenexpertise noch nicht ganz einordnen. Naja, ich meine, insofern ist dieser Film auf der einen Seite zwar ein Lehrstück, was Mertens Anomie-Theorie betrifft, auf der anderen Seite aber eben auch eigentlich überhaupt nicht. Weil die Regeln, so wie du es ja jetzt auch ganz richtig dargestellt hast, in diesem Raum explizit ja von dem Typen, von dem Supervisor, ne? Also der am Anfang ihnen die Regeln aufsagt und dann verschwindet und dann am Ende wiederkommt, wird ja von ihm explizit gesagt, dass in diesem Raum die Regeln dieses Unternehmens herrschen. Also andere Regeln als üblicherweise in der Gesellschaft. Das heißt, die Innovatoren sind
innerhalb dieses Raumes so gesehen. Absolut regelkonform. Genau, ja, so gesehen keine Innovatoren, sondern eher Experimentatoren, die, also ich meine, deren Innovation besteht darin, dass sie sich trauen, sich auf neue Regeln einzulassen und die legitimen neuen Mittel zu entdecken und auszuloten. Eigentlich ja, eigentlich also, sind das Konformisten innerhalb einer ihnen unbekannten neuen Gesellschaftsform. Und da würde ich eben anders rangehen als du jetzt. Ich würde nicht sagen, der Film wird dem nicht gerecht, sondern ich würde sagen, da müsste Mertens Theorie eben auf ein Wechselspiel zwischen gesellschaftlichen System und dann kleinen Subsystemen nochmal neu überarbeitet werden und dann oder erweitert werden. Und dann würde man dort vielleicht auch das eine oder andere feststellen, wo der Film dann sehr gut reinpassen würde, was man dann empirisch dann auch außerhalb über andere Filme nochmal, dass es bestimmte Muster gibt von Kombinationen, dass jemand, der vielleicht sehr innovativ auf gesellschaftlicher Ebene ist, in seinem Subraum, aber ganz konformistisch ist. Das gibt es ja sogar so ähnlich schon. Da gibt es Kriminologen, die beobachten das ja bei Jugendgangs. Die sind ja in ihrem Milieu ganz konformistisch. Ja, also ja. Die Regeln dort heißt, mach dich jemand an, schieß ihn tot. Ja. Und die halten die ein. Das sehen die auch nicht als innovativ, das sehen die eigentlich als ganz konformistisch. Ja. Ist als ganz legales Mittel innerhalb des Ghettos. Aber eine Stufe höher auf der gesellschaftlichen Ebene, da ist das eine Zuschreibung von Kriminalität. Ja. Insofern gibt es diese Ausarbeitung ja schon. Aber wir bleiben jetzt mal, wir gehen mal weiter. Ja, okay. Ja. So, ich habe jetzt mir hier mal die einzelnen Typen notiert und gehe die nochmal durch. Also wir haben hier den Alpha-Mann, den wir als eher Innovativen geschildert haben. Er ändert auch dauernd seine Mittel. Also er weckt ja zuerst den Teamgeist. Er ist ja der sagt, wir müssen jetzt zusammenarbeiten. Solange bis es, wir wissen, worum es geht und dann jeder für sich. Also er ist da auch sehr flexibel, was die Mittel angeht. Ja, das stimmt. Ja? Und er ist auch für die Abstimmung. Also er wird auf einmal Demokrat und sagt, jetzt stimmen wir ab im Streit. Ja. Und dann verarscht er aber wieder die anderen. Ja. Und er tötet auch und lügt. Er versucht im Grunde wirklich innerhalb dieser neuen... Naja, dieses neuen völlig anzupassen. Ja, genau, dieses neuen Regelwerks, ja, die Spielräume, die sich ihm anbieten, so gut es geht und so effektiv wie möglich auszunutzen. Draußen die Welt ist ja von einem Virus verseucht und viele sind dran gestorben und die Medikamente sind schweineteuer und er braucht diese Medikamente, weil er ein Infizierter ist. Insofern kämpft er auch ums eigene Überleben. Ja. Ja, das muss man ihm ja zugute halten. Ja, weil diese Medikamente von diesem Unternehmen auch hergestellt werden, wofür sie sich beworben haben. Dann haben wir den Black, diesen schwarzen Christen. Der ist ja sehr oft oder eigentlich immer ein Ritualist. Also erstmal sagt ja, ich weiß nicht, ob es Merton sagt oder in irgendeinem Text steht es ja, dass Ritualisten oft unter Christen zu finden sind und Traditionalisten. Die ganze Zeit über will er gar nicht, dass andere ausgetrickst werden oder aus eigener Dummheit herausfliegen, obwohl er das eigentlich müsste, weil am Ende darf ja nur einer überleben sozusagen. Ja. Er schreit dann auch, beschädigen Sie nicht Ihr Papier. Also diesen Teamgeist, der zuerst aufgebaut wird, dieses Mittel zum Erreichen des Ziels, nämlich da den Job zu kriegen, den verinnerlicht er so, dass er den zum Ziel macht. Also und das ist eben so, wie auch ein Ritualist beschrieben wird. Ja, genau, richtig. Ne? Ja. Und er streitet sich immer zu mit diesem Alpha-Mann. Immer wieder. Und das sagt ja auch Merton, Ritualisten können gar nicht richtig mit den Innovativen. Und dann schlägt er zu. Und das machen Ritualisten normalerweise nicht. Aber Merton sagt, ja, manchmal doch. Die ticken nämlich manchmal aus. Und der Black tickt immer wieder aus. Aber eigentlich will er nur den Teamgeist bewahren. Das stimmt. Und dann haben wir den Spieler, der auch innovativ ist, er foltert. Er versucht, Leute umzubringen. So, dann haben wir die Streberin. Und die würde ich als Konformistin ansehen. Mhm. Sie kritisiert zum Beispiel diese Männer oder besonders dieses Alpha-Tier dahingehend, dass sie sagt, sie nehmen das alles hier auf sich, ohne überhaupt zu wissen, was sie in Zukunft hier machen sollen und was die Firma eigentlich macht. Mhm. Ja. Was aber klar ist, ist, dass sie die Gesellschaftsnorm, dass sie an den Gesellschaftsnormen festhält. Sie ist ja die, als es dem einen schlecht geht, das Unternehmen anspricht und sagt, ihr müsst ihm helfen.
was ja eigentlich verboten ist innerhalb des Raums. Ja, sie hält also an gesellschaftlichen Normen fest und den Mitteln, indem sie sagt, wenn es einem schlecht geht, muss man einen Arzt holen. Sie glaubt also so fest an die Norm, dass sie nicht glaubt, dass der Konzern solche Normen brechen würde und einen Mann sterben lassen würde, der gerade im Sterben liegt, weil er die Pille nicht kriegt. Ja? Dann vielleicht die Brünette. Die würde ich auch als Konformistin ja, ansehen. Ja, wobei es über geht. Die wird also die macht schon mit auch. Die ist schon, also bei den Innovativen, also sie ist schon teilweise auch innovativ. Also es ist so... Im Subsystem. Ja. Also sie reizt genau. Die Regeln aus. Zum Beispiel, indem sie den indirekt anspricht, den Wachmann oder die Firma, indem sie sagt, wenn ich der Firma was sagen könnte, dann würde ich sagen. Ja. Ich meine, die Idee, den Raum unter Wasser zu setzen, also diese Sprenkelanlage zu aktivieren, das ist ja auch ihre Idee. Ja, aber das ist doch keine Norm, die gebrochen wird. Das machst du ja nicht. Also ich meine, stell dir vor, du bist bei einem Bewerbungsgespräch und setzt da mal eben da die Sprenkelanlage in Gang. Also, gar nicht. Hast du das noch nie gemacht? Nee, genau. Wahrscheinlich. Also, würde ich ein bisschen streiten mit dir, weil... So hast du wahrscheinlich auch deinen Job bekommen, oder? Den du jetzt hast. Was ist eigentlich? Mitbewerber sind alle ertrunken. Die waren plitschnass, aber sahen dann einfach die Hand. Also würdest du sie als tendenziell auch innovativ. Sie ist nicht so erfolgreich wie die anderen zwei Innovativen, die einfach viel wesentlich länger mithalten. Und nicht so radikal. Genau, innovativ. Ja. Aber trotzdem ist sie auch innovativ, doch, würde ich schon sagen. Also da müssen die Hörer entscheiden, ob das wirklich, also heutzutage immer noch unangemessen wäre, jetzt einfach mal die Sprenkleranlage. Ich meine, man muss sich ja auch ein bisschen durchsetzen. Im Rahmen eines Bewerbungsgespräches, vor allem so einer Bewerbungssituation. Klar, es ist inzwischen wahrscheinlich nicht mehr so unüblich. Ja. Die sagen immer, überraschen Sie uns doch mal. Ja, genau. Was können Sie? Den Raum hier zum Beispiel unter Wasser setzen, das kann ich. Passen Sie mal auf. Ja. Zur letzten, also zum Franzosen will ich jetzt gar nichts sagen, aber zur Blondie, die ist auch interessant, weil die ist ja lange passiv und es ist völlig unklar, was sie macht. Sie hält sich ja absolut zurück. Sie gewinnt ja dann auch den Wettstreit. Ja, sie ist ziemlich clever eigentlich. Alles in allem. Und die Blondie würde ich als Rebellin einschätzen, weil sie im Subsystem zwar konformistisch reagiert, im Raum, hält sich an die Regeln, aber hält sich halt sehr stark zurück. Ja? Also sie spielt nicht wirklich wie die anderen mit den Mitteln, sondern sie hält sich wirklich zurück, weil sie als Rebellin halt gewohnt ist, Mittel zu ändern. Aber dann, als sie den Job angeboten kriegt, sagt sie ab erstmal. Ja, ja. Und damit hat sie einmal gezeigt, mit den Mitteln ist sie nicht ganz einverstanden, mit dem Ziel, diesen Job zu kriegen, auch nicht. Und damit ist sie ganz klar eine Rebellin. Ja? So, jetzt haben wir die ja durch und jetzt kommst du ein bisschen ins Spiel. Okay. Ich habe eine Frage an dich. Okay. Jetzt, wir sind ja auch bald am Ende. Zum Auswahlverfahren. Aha. Da habe ich mich gefragt, warum gibt es so klare Anpassungstypen? Das fast von jedem Anpassungstyp, wen hat man nicht? Den Rückzügler hat man nicht, aber von denen gibt es ja auch nicht viele. Ja, man sagen, der Franzose. Genau, der Franzose, also das würde ich auch sagen. Ja. Warum gibt es von jedem, also so eine klare Anpassung? Also so klare Typen von Anpassung unter den 8 Leuten, wenn ein Unternehmen einen bestimmten Job besetzen will, dann sind doch die 8 besten Bewerber ungefähr ähnlich gelagert, weil die doch von tausenden Bewerbern die besten nehmen, dann haben die doch eine Vorauswahl mit der Brille, welchen Job sollen die mal machen. Ja. Und dann würden die doch viel ähnlicher gestrickt sein und nicht die ganze Breite der Gesellschaft nach dem Merton-Modell abdecken. Ja. Ich sehe das genauso. Ich sehe das genauso jetzt, wie du. Ja, aber jetzt kommt's. Ja. Was denn? Was kommt? Also, das war so, dass das Unternehmen von jeder Anpassungsgruppe den Besten haben wollte. Das heißt, die haben nicht alle gegeneinander antreten lassen, sondern die haben in einem Vorausscheid alle Innovativen gesammelt, alle Ritualisten und dann haben die nur die Besten genommen. Und das bedeutet, die Entscheidung, welcher Typ für den Job gebraucht wird, war dem Konzern selbst nicht bekannt.
Er wusste gar nicht, welchen Typen er wollte. Deshalb hat er alle Typen gegeneinander antreten lassen. Weil das, was der dann managen soll, ist eine so neue Aufgabe, dass man gar kein Stellenprofil dafür ausschreiben konnte. Der Konzernchef hat ja angedeutet, dass er eine große gesellschaftliche Verantwortung hat und eigentlich will er jedem die Pille zugänglich machen, aber das geht nicht. Und im Rahmen halt dieses Auswahlverfahrens findest du bist da der am besten geeignete Experte, das zu beantworten. Warum ist die Rebellin dafür geeignet? Also ich denke schon, dass die Rebellin, also dass zumindest einiges dafür spricht, dass sie eher geeignet ist als die anderen. Insofern eine solche Pille ja höchstwahrscheinlich die gesellschaftliche Ordnung nachhaltig erschüttern würde. Und ja. Da macht also die Mittel wären neue, um die Ziele zu erreichen. Man kann also dann eine Karriere irgendwann in 1000 Jahren, wenn man so lange lebt, hat man es dann zum Vorstandschef geschafft. Ja. Also die Mittel würden ja komplett umgewälzt werden, genau. Also die möglichen Wege würden sich ja grundsätzlich verändern. Und unter Umständen damit dann aber auch die Ziele, weil ich glaube, die Ausgangslage, von der ausgehend wir bestimmte Entscheidungen fällen und auch unser Leben planen und auch ausrichten auf die Erreichung bestimmter Ziele hin und so weiter und so fort, die ist ja so dermaßen davon bestimmt, dass unser Leben endlich ist und zwar sehr stark begrenzt endlich. Also wirklich nur auf einen, keine Ahnung, Horizont von 70, 80, 90 Jahren, aber im Grunde aktiv rechnen wir eigentlich nur mit 70, 80 Jahren ungefähr. Und das heißt, alles, was wir tun und alles, was wir planen, wird ja so dermaßen stark davon beherrscht, dass das Leben endlich ist und zwar ja auch sehr überschaubar endlich, dass eine solche Pille wirklich sehr, also nicht nur die Mittel ändern würde, sondern auch die Ziele und wirklich die gesellschaftliche Ordnung vermutlich revolutionieren würde. Insofern ist die Auswahl, eine Rebellin für diesen Job zu nehmen, schon sinnvoll. Denn wir brauchen jemand, der, wie soll ich sagen, den geistigen Horizont hat, sich auch ganz neue gesellschaftliche Entwürfe vorzustellen, gesellschaftliche Wirklichkeiten. Im Prinzip ist ja der Rebell der Einzige, der aktiv neue Ziele setzen kann für die Gesellschaft. Genau, ja. Alle anderen setzen nur neue Mittel oder ziehen sich zurück. Insofern also es ist sehr konsistent und sehr kohärent. Also wenn Merton nicht tot wäre, hätte ich gesagt, der hat da unter einem Pseudonym Regie geführt oder das Drehbuch geschrieben. Ja, wahrscheinlich. Ja. Oder beides, ja. Wollen wir es nicht zu lang machen? Ich weite dich jetzt ein in unser neues Bewertungssystem. Wir bewerten nämlich jetzt auch Filme. Aber wir sagen nicht, geben keine Punkte, sondern wir geben Schopenhauer. Du darfst für jede Kategorie, das sind 5 Stück, 1 bis 5 Schopenhauer verteilen. Und das ist so gemacht, dass auch ein Film, der eigentlich sehr gut ist, schlechte Punktzahl kriegen kann, weil er soziophilosophisch nicht hergibt. Ja, ja. Aber ein Film, der halt soziophilosophisch was hergibt, auch schlecht, gut, also du verstehst, was ich meine. Ja, ich verstehe, okay. Und die Maßeinheit Schopenhauer ist dann... Ja. Ja, also was verbirgt sich dahinter? Arbeiten wir noch dran. Okay, ja, verstehe. Aber wir können ja erstmal messen. Ja, alles klar. Und dann klar. Kriegen wir ja hin, ja. Was wir messen. Ist später. Ja, das wird sich ja dann zeigen. Also klar, natürlich, diese Maßeinheit, die Maßeinheit wird dann aufgrund der Messungen, die wir durchführen, ja dann offensichtlich. Ja, okay, so, gut. Fangen wir an. Mhm. Diskursive Anschlussfähigkeit ist die erste Schopenhauer-Kategorie. Ja. Da habe ich 5 Punkte gegeben. Ein Abbild einer Theorie in einem spannenden Film so eindeutig abzubilden, das hat für mich volle Punktzahl. Für dich? Ja, ist schon klar. Also ich würde jetzt 4 sagen. Weil, 4, ja, okay. Genau. Gut. Existenzielle Wucht. Ja, also dieses hineingeworfen sein in die Welt, da habe ich 2 Punkte gegeben. Also es ist jetzt kein Film, der mich in mein hineingeworfen auffängt, tröstet oder auffühlt oder so. Da würde ich sagen, 1. Kann man noch 0 geben, oder? Nee. Okay, 1. Okay, Kategorie 3, audiovisuell sinnliche Tragweite. Da habe ich eine 2 gegeben.
Er ist jetzt optisch und soundtrackmäßig jetzt nicht der Hammer. Also Nee. das ist auch schwer für ein Kammerspiel. Das stimmt, ja. Zwei. Ja. Dann magische Filmmomente, also so Szenen, die du immer wieder dir angucken könntest. Da habe ich einen Punkt, weil ich keine Szene gefunden habe, die ich jetzt immer wieder mir angucken würde. Das geht mir genauso. Ja. Ja, auch eins. Der letzte Punkt. Ja. Systementlarvung. Und da habe ich 5 Punkte gegeben, weil hier wirklich ein soziales System völlig offengelegt wird. Nämlich das Merchant, also sofern es das Also, es ist eine Diversität gute überhaupt gibt. Kategorie, die gefällt mir sehr gut. Nee, Systementlaufen finde ich genau richtig formuliert. Ist auch ein, also hochsoziologisch, also es ist auch wirklich die Königsdisziplin im Grunde der Soziologie. Also soziologische Aufklärung ist in gewisser Weise immer, wenn man so will, gleichbedeutend mit Systementlaufen. Ja, also ich würde da aber auch wieder nur 4 geben. Also klar, der wertet da auf jeden Fall hoch, also der punktet da hoch, aber 5, nee, also da muss irgendwie noch mehr hinzukommen. Also 2,5 Schopenhauer klingt jetzt nicht viel, aber trotzdem absolut empfehlenswert, der Film. Ja, wenn es um Mertens-Hanomi-Theorie geht, auf jeden Fall, das stimmt. Na gut, dann vielen Dank. Nächste Woche sprechen wir nochmal über dieses Thema und dann anhand des Films Falling Down. Ja, mit Michael Douglas, ja. Ja, schön, dass du wieder mitmachst. Das freut mich auch sehr. Und Und an die Hörer, tschüssi. bis nächste Woche dann, ne? Und nicht vergessen, der Film lügt nie. Einen Fehler habe ich Ja, mitbekommen. was in dem Film? Einen Filmfehler Ja. gibt es dort. Aha, was denn? Der innovative Alpha-Mann nimmt doch den Colt aus dem Halfter. Das ist ein Fingerabdruck-sensorengeleitetes Pistoleninstrument und da muss er die Hand nehmen von diesem Wachmann, Ja. der sich aber nicht wehrt. Ja. Und da flüstert er, und da weiß ich jetzt nicht, ob es im Original auch so ist: Komm schon, gib mir das Händchen. Das ist ja angesprochen. Ja. Damit hat er ihn eigentlich angesprochen und hätte aussortiert werden müssen. So, stimmt, du hast recht. Ja, ich mach mal auf aus. Okay, ich auch.